Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать в Министерстве иностранных дел, руководителей фракции «Альтернатива для Германии». Sehr geehrte Kollegen, es ist für uns eine Freude, Sie hier im Gebäude des russischen Außenministeriums begrüßen zu dürfen, die Führung der Partei Alternative für Deutschland. Мы сожалеем, что господин Гауланд не смог с вами приехать по состоянию здоровья, как я понимаю. Leider, soweit wir informiert sind, konnte Herr Gauland nicht mitkommen aus gesundheitlichen Gründen. Но тем не менее мы рассчитываем, что он будет в порядке и продолжит работать вместе с вами. Nichtsdestotrotz sind wir zuversichtlich, dass er bald in Ordnung ist und dann seine Arbeit mit Ihnen gemeinsam fortsetzen kann. Вы здесь находитесь по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и мы вам признательны за то, что в связи с этой поездкой вы выразили заинтересованность провести встречу с руководством нашего министерства. Sie befinden sich hier in Russland auf Einladung der Staatsduma der Föderalversammlung der Russischen Föderation. Und wir sind dankbar dafür, dass Sie Interesse gezeigt haben, sich hier mit der Führung des russischen Außenministeriums ein Treffen durchzuführen. Считаем это весьма важным, потому что в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьезных проблем, которые продолжают множиться. И в этом смысле, конечно же, диалог по всем линиям, по линии межправительственной, межпарламентской, межобщественной, обретает особое значение на данном этапе. Ja, es ist sehr wichtig, dass Sie gekommen sind, denn die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin, da haben sich ziemlich viele ernsthafte Probleme angehäuft und die multiplizieren sich. Daher ist der Dialog auf allen Ebenen besonders wichtig, sei es die zwischenstaatliche Zusammenarbeit, interparlamentarische Zusammenarbeit, Dialog der Gesellschaften und deswegen ist es besonders wichtig. Мы традиционно поддерживаем наше министерство, я имею в виду, контакты со всеми значимыми политическими силами Германии, к которым, конечно же, относится и партия «Альтернатива для Германии», учитывая, что вы являетесь крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге и имеете своих представителей в законодательных органах всех 16 земель вашей страны. Ja, und das Außenministerium der Russischen Föderation pflegt traditionell ganz gute Kontakte zu allen führenden politischen Kräften der Bundesrepublik Deutschland und die Alternative für Deutschland zählt natürlich dazu und dazu ist sie auch die größte Oppositionsfraktion im Bundestag und sie haben ihre Vertreter in den Regierungen von allen 16 Bundesländern. Вот и поэтому у нас, признаюсь честно, вызвало немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать вашей поездке, попытки устраивать препоны, создавать технические протокольные сложности, ну и особенно, конечно, удивило развязанная по поводу вашей поездки такая истеричная внутренняя дискуссия. Ja, und ich muss ganz offen sagen, wir waren überrascht über die Tatsache, dass das offizielle Berlin ihre Reise zu verhindern versucht hat, dass verschiedene Barrieren aufgebaut wurden, technische, protokollarische und insbesondere, dass da auch eine innenpolitische, völlig hysterische Diskussion entstanden ist. Мы как раз считали бы, что в нынешней ситуации, наоборот, с учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях, было бы важно развивать контакты между всеми представителями российского общества, германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем. Denn ich gehe davon aus, dass in einer solchen recht komplizierten Situation für die deutsch-russischen Beziehungen, in dieser ziemlich komplizierten Zeit, wäre es im Gegenteil wichtig, Kontakte zu pflegen auf allen möglichen Ebenen der russisch-deutschen Beziehungen und insbesondere zwischen denen, die nicht nur für die Wahrung des Potenzials der Beziehungen stehen, sondern auch für die Überwindung der entstandenen Probleme. Кстати, мы со своей стороны никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозицией, причем официальные лица Берлина предпочитают встречаться
из числа оппозиционеров не с фракцией, не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями. И это стало уже доброй традицией. И повторю еще раз, мы никаких недовольств по этому поводу не выказываем. Когда министр иностранных дел ФРГ господин Хайко Маас бывает в Москве, он всегда встречается с деятелями, которые жестко критикуют политику Кремля, и никаких с нашей стороны попыток возбранять такого рода контакты не предпринимается. Ja, und ich kann meinerseits sagen, dass wir niemals gegen solche Kontakte mit unseren Vertretern protestiert haben, haben nicht versucht, die zu verhindern. Und offizielle Vertreter von Berlin treffen sich ziemlich regelmäßig mit russischen Oppositionellen. Und dabei muss man darauf hinweisen, dass Kollegen aus Berlin es bevorzugen, nicht russische Partner, die Opposition in den Fraktionen in der Staatsduma vertreten, zu treffen, sondern eher die sogenannte nicht systematische Opposition, also informelle Opposition. Und das ist bereits zu einer ziemlich guten Tradition geworden. Ich möchte nochmals wiederholen, wir waren da nie unhappy darüber. Und wenn Außenminister Maas in Moskau ist, dann trifft sich immer mit Vertretern, informellen Vertretern der Opposition, die ziemlich hart die russische Regierung kritisieren. Und wir haben niemals versucht, solche Kontakte zu verhindern. Und когда представители нашей несистемной оппозиции жестко, даже я бы сказал, агрессивно критикующие власти Российской Федерации бывают в Берлине, их принимают в Министерстве иностранных дел на высоком уровне и считают это само собой разумеющимся. Und wenn Vertreter der russischen nicht systematischen Opposition, wenn sie in Deutschland sind, und da sind Leute, die wirklich hart, wenn nicht zu sagen aggressiv die Regierung kritisieren, da werden sie im Auswärtigen Amt auf einem sehr hohen Niveau empfangen, und das ist eine selbstverständliche Sache für unsere Partner. У нас с Германией много вопросов, которые по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь. И ситуации, прежде всего, нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требуют как раз диалога, требуют поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации и не попыток воспрепятствовать диалогу. Ja, und wir haben heutzutage solche Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland, in der wir manchmal zu vielen Fragen unterschiedliche Positionen und manchmal sogar entgegengesetzte Positionen vertreten. Aber in der heutigen Welt ist es eine völlig natürliche Sache. Wenn wir mit grenzüberschreitenden Bedrohungen konfrontiert sind, die eigentlich gemeinsam, die eine gemeinsame Bedrohung für die ganze Welt darstellen, da müsste man doch Dialog fördern und nach einem Gleichgewicht suchen, nach einer Interessenbalance und nicht Konfrontation anheizen und entsprechende Kontakte zu verhindern. И ваш приезд в Российскую Федерацию, конечно же, является очень хорошей возможностью, чтобы такой диалог продолжать и искать дополнительные точки соприкосновения. Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые, повторю еще раз, нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой. Ja, und daher ist Ihre Russlandreise eine gute Möglichkeit dafür, diesen direkten Dialog zu wahren. Und wir wissen Ihren Beitrag hoch zu schätzen zur Entwicklung dieser Beziehungen, die, wie ich schon gesagt habe, überdacht werden müssen. Und wenn nicht so sagen, wie es heutzutage trendy ist, die brauchen ein Reload. Спасибо, еще раз добро пожаловать. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Minister Lavrov. Wir bedanken uns auch im Namen der gesamten Bundestagsfraktion der AfD, dass Sie uns hier eingeladen haben, dass Sie uns die Gastfreundschaft gegeben haben. Wir sind auch sehr freundlich hier empfangen worden. Ich möchte vielleicht kurz meine Delegation, unsere kleine Delegation vorstellen. Das ist zu meiner Rechten Armin Paulus Hampel, unser außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Herr Nader Saleh ist unser Koordinator, was das Auswärtige angeht. Meine Person ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Большое спасибо, господин министр. Я хочу поблагодарить вас от имени всей фракции
Альтернативы для Германии в Бундестаге. За ваше приглашение мы очень рады приехать в Москву. Позвольте мне представить кратко моих коллег. Справа от меня находится официальный представитель нашей фракции, и слева находится наш координатор. Я думаю, что меня вы и так уже знаете. Ich darf Sie auch recht herzlich grüßen von unserem Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland. In diesem Sinne, er erholt sich noch von einer ungegebenen Position seiner Gesundheit her, wird sich wieder erholen. Also viele Grüße auch von ihm. Ja, Sie haben es eingangs richtig erwähnt. Wir sind natürlich hier ebenso in Sorge, was die deutsch-russischen Beziehungen angehen, gerade was die wirtschaftlichen Sanktionen angehen, was natürlich aber auch die politischen Gegebenheiten angeht. Sie haben es erwähnt, dass auch unser Besuch hier doch in einigen Dingen ein Stück weit behindert werden sollte, auch in der Außenwahrnehmung. Das haben wir wahrgenommen. Allerdings müssen wir sagen, wir als größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag erleben das selbst in Deutschland, die Diskreditierung und zum Teil die Diffamierung unserer Partei. Хочу передать вам также большой привет от господина Гауланда. К сожалению, он не смог сегодня сюда приехать по соображениям медицинского характера, однако он передает вам самый сердечный привет. Конечно же, мы так же, как и вы, обеспокоены состоянием российско-германских отношений в том, что касается экономического аспекта и политического. Вы также это уже упомянули сегодня. И при подготовке нашей сегодняшней поездки мы также столкнулись с рядом сложностей, но это неудивительно, мы являемся крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. Und ich finde es auch und wir auch insgesamt wichtig, dass wir 30 Jahre Wiedervereinigung, die wir dieses Jahr feiern, und wir sehr wohl auch den russischen Bezug und auch die russische Leistung da groß anerkennen. Russland war zu dieser Zeit ein wichtiger Partner an unserer Seite, der die Wiedervereinigung mit möglich gemacht hat, was in Europa durchaus auf Kritik gestoßen ist. Frankreich, England hatten da zu dieser Zeit 1989 eine andere Auffassung. Deswegen bedanken wir uns da. Ich bin ja nun selbst ostdeutscher Herkunft, kann also auch im Prinzip von meiner Biografie her sagen, wie wichtig russische Beziehungen waren, auch im wirtschaftlichen Bereich. Wir leiden aktuell unter diesen Russland-Sanktionen, die von der EU und von Amerika mit initiiert wurden. Wir haben hohe wirtschaftliche Schäden davon getragen, also gerade in Ostdeutschland auch in Prozenten und Arbeitsplätzen gerechnet, fast 60% Exporteinbruch der ostdeutschen Wirtschaft, was mit fast 6.000 Arbeitsplätzen nur in Sachsen insgesamt 60.000 Arbeitsplätze, die in Gefahr sind in ganz Deutschland, was die Sanktionspolitik der EU und auch der Amerikaner natürlich einhergebracht haben. Мы также признаем ваши большие заслуги, которые связаны с объединением Германии. А мы признаем, что Россия здесь сыграла очень важную роль. А позиция Франции и Англии в 80-е годы не способствовала этому. Я сам по происхождению из Восточной Германии, поэтому я сам прекрасно помню все эти времена. Я знаю, насколько важны для нас всегда были отношения с Россией. И особенно это стало заметно после того, как были введены санкции против России и встречные санкции со стороны России. Мы всегда говорили, что эти санкции нанесли также очень большой ущерб нашей стране, существенно сократились объемы экспорта, а также это сказалось на количестве потерянных рабочих мест. Только в Саксонии было сокращено 6 тысяч рабочих мест, 60 тысяч рабочих мест по всей Германии. И все это связано именно с санкционной политикой, которую преследует США и Европейский Союз. Und deswegen nehmen Sie ja sicherlich auch wahr, wie unsere Positionierung im Fall der Sanktionen ist, aber natürlich auch, was die Nord Stream 2, Beendigung der Nord Stream 2 Pipeline angeht, die ja durchaus in Deutschland sehr kontrovers diskutiert werden. Wir haben da als AfD-Fraktion ein einheitliches Bild, dass wir sagen, dieser Bau muss unbedingt auch im wirtschaftlichen Interesse zu Ende geführt werden, aber auch für uns als Deutschland in der Energiesicherheit, die wir, und das muss man sagen, ja auch gewährleistet gesehen haben zu Zeiten des Kalten Krieges, wo Russland für uns immer ein zuverlässiger Energieträger bzw. Zulieferer war. Das haben wir und sehen wir genauso, gerade mit der sogenannten Energiewende, die in Deutschland leider in die falsche Richtung geht. Deswegen sehen wir das auch wirklich für uns als erforderlich an, dass diese Pipeline zu Ende gebaut wird und natürlich die amerikanischen Interessen dort mit zu berücksichtigen.
Insgesamt, Sie sprachen vom Dialog, den ich wirklich als wichtig ansehe. Der Dialog ist eigentlich die Grundlage für ordentliches politisches Handeln und dem wollen wir natürlich auch begegnen. Deswegen freuen wir uns, wie gesagt, nochmal für diese Einladung und hoffen auf auch weiterführende Gespräche in diesem Bereich. Таким образом, санкции однозначно имеют негативные последствия, а также, как и современные отношения, ситуация, которая складывается с Северным потоком 2, а мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы. Мы всегда повторяем, что даже во времена холодной войны Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа. И сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно. Хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль. Мы полагаем, что диалог является чрезвычайно важным. Это основа для политики, для развития торговли. И поэтому мы особенно рады быть здесь сегодня. Мы надеемся, что у нас будет возможность и дальше развивать наше сотрудничество.